Hallo und herzlich willkommen zur Folge 132. Wir waren ja letztes Mal bei dem Bepflanzen stehen geblieben und Zuckerrohr, das heißt, wir brauchen hier nochmal, mache ich das am besten? So, drei. Ungünstig. Wenn man jetzt hier da eine Wasserrinne macht und da eine, doch das geht eigentlich, und dann hier noch eine, hier eine. So, jetzt muss ich das erstmal planen. Also wenn das hier Zuckerrohr wäre, also warte mal, das hier ist Weizen, das hier wird Kartoffel und Möhre, das hier wird Zuckerrohr. Kakteenfarm braucht man ja eigentlich nicht. Und hier kommt dann Kürbisse und Melonen hin. Genau, so baue ich das. So wird das. So. Jetzt müssen wir natürlich hier erstmal wieder das rausbasteln. Und da können wir natürlich auch gleich mal wieder ein Thema anschneiden, was ich ja letzte Folge schon erwähnt hatte. Und zwar würde ich es bevorzugen, plötzlich 10.000 Abonnenten zu haben und überhaupt nicht darauf eingestellt zu sein oder einfach nur es bevorzugen, mir das so selbst aufzubauen, so wie ich das derzeit mache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte damit überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt von heute auf morgen so viele Abonnenten hätte. Es wäre natürlich erstmal eine große Umstellung, ist keine Frage, aber ich finde es eigentlich nicht so, dass da jetzt großes Problem wäre, wenn man jetzt so viele Abonnenten dann plötzlich bekommt und vielleicht auch plötzlich YouTube-Partner wird oder sonst was. Hätte ich überhaupt kein Problem mit, ich fände es sogar im Gegensatz richtig gut. Vor allen Dingen solche Sachen wie Sturzjubum, das kennt ihr vielleicht auch vom Sturzjubaten. Der hat halt so eine Aktion gemacht, wo man sich bewerben kann und geboomt wird sozusagen. Das heißt, da kann es auch gut mal passieren, dass man plötzlich 1000 Abonnenten mehr hat oder noch mehr. Das ist, weiß ich jetzt nicht so viel, wie viele Abonnenten da ungefähr rüberkommen, aber das werden schon einige sein. Und ich muss sagen jetzt wahrscheinlich, naja, du bist ja erfolgsgeil, du brauchst Abonnenten. Ich brauche nicht Abonnenten. Ich brauche keine Abonnenten, unbedingt nicht. Aber es ist schon was Geiles, wenn man dann immer in die Kommentare geschrieben kriegt, was kannst du besser machen. Man kriegt Fragen rein, man kriegt Bewertungen, Feedback, alles Mögliche bekommt man. Und das finde ich eigentlich so eine Sache, die ist gut, denn man weiß dadurch genau, was kann ich machen, was gefällt den Leuten, was nicht. Das wäre so eine Sache, die fände ich geil. Aber ich habe jetzt schon seit wann habe ich angefangen? September, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Da habe ich mit Videos angefangen zu machen. Da hatte ich mit 0 Abonnenten angefangen. Ich glaube, bis zu 40 Videos hatte ich, glaube ich, auch nur 0 Abonnenten. Und dann irgendwann kamen so ein paar Abonnenten, da hatte ich dann so 10 ungefähr, habe ich mich schon riesig gefreut über die paar Abonnenten. Und dann, ja, und jetzt kommt das alles so mit der Zeit, jetzt habe ich schon 28 Abonnenten mittlerweile, finde ich richtig klasse, wie ich schon gesagt hatte. Geile Sache von euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, das geht auch noch so eine ganze Zeit so weiter. Und ja, das ist eigentlich das einzige, was man dazu sagen kann. Geile Sache, was ihr da macht, wenn
jeder, der abonniert. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten. Aber was ich überhaupt nicht leiden kann, wenn jemand der Meinung ist, ja, ich habe dich jetzt abonniert, jetzt musst du auch für mich was tun, weil es ist sinnlos. Ich abonniere doch nicht Kong, damit Kong mit mir spielt. Also in dem Sinne, dass ich mit ihm Let's Playen kann, sondern es geht darum, dass man diesen Kanal mag und die Videos mag von dem Kanal. Und man sagt damit, man bestätigt somit den Kanal eigentlich, dass wenn der halt viele Abonnenten hat, dann weiß man schon, kann kein so schlechter Kanal sein. Wenn man schon sieht, der hat nur vielleicht so 20 Abonnenten, so wie ich ungefähr, und unter jedem Video sind 5 Daumen runter oder so, dann zeigt einem das schon, der hat nicht besonders hohe Qualitäten. Ja. Mehr zeigt es eigentlich nicht. Der hat nicht besonders hohe Qualitäten, der kann nicht so viel. Und jemand, der viele Abonnenten hat und positive Bewertungen, da weiß man eigentlich schon, ja, die Videos sind bestimmt was, da kann ich mal reingucken. Das ist so, das bestreitet, glaube ich, auch keiner, weil das ist halt einfach so. Ist so. Ja, und jetzt bin ich schon wieder über das Thema hinweg gestriffen. Und zwar, wie gesagt, ich finde das schon cool, wenn man plötzlich dann ein Feedback bekommt, was man eigentlich die ganze Zeit nicht bekommen hat. Das fände ich schon nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich glaube, ich muss noch eine Farm machen. Fällt mir gerade so auf. Schlecht. Habe ich vergessen. Kakaobohnen. Kürbisse haben wir wohl gar nicht. Ah gut, dann halt nicht. Jedenfalls, ich hätte überhaupt nichts dagegen, jetzt plötzlich 10.000 Abonnenten zu haben. Natürlich wäre es erstmal eine Umstellung. Das habe ich auch jetzt schon mindestens 10.000 Mal erwähnt, dass das eine Umstellung wäre. Das ist ja auch so, aber ich meine, das ist ja eigentlich das Ziel jedes YouTubers, viele Abonnenten zu haben, nicht um erfolgreich zu sein. Das wäre natürlich nur so ein Zusatz, erfolgreich zu sein. Eigentlich geht es wirklich hauptsächlich darum, so viel wie möglich Community zu haben, um, das ist ja eigentlich der Sinn des Let's Plays, mit den Zuschauern zusammenzuspielen. Ansonsten könnte ich auch alleine spielen. Es ist nicht dazu da, um euch das Spiel zu zeigen, natürlich ein bisschen vielleicht auch, aber hauptsächlich ist es dafür da, um euch zu unterhalten, mit euch zusammenzuspielen. Dafür sind Let's Plays eigentlich da, finde ich. Und ich habe hier gerade Scheiße gebaut. So. Also wie gesagt, Let's Plays, finde ich, sind dafür da, um zusammenzuspielen. Ansonsten könnte man ja auch einfach alleine spielen. Das ist eine ganz logische Erklärung, finde ich. Das ist ja einfach der Sinn des Let's Plays. Nicht alleine zu spielen, sondern mit euch zusammen. So. Und jetzt gehe ich mal kurz hier aufs Spiel ein. Ich habe hier gerade mal, wie ihr schon seht, das ein bisschen bepflanzt. Dieses tolle, geile, super, schwule, gute, habe ich nicht gesagt, Feld. Und ja, für die nächste Folge, also ich erkläre das Feld jetzt erstmal so ein bisschen für fertig. Also seht es als fertig an. So. Und jetzt müssen wir mal Inventar ausmisten. Pflasterstein, lalalala. Brauchen wir alles nicht. Essen können wir vielleicht gebrauchen. Das. Kies kommt dann in die Kiste am besten. Das, so. Ein bisschen Erde.
Haben wir noch was an Essen? Äpfel haben wir hier noch. So einen halben Stack können wir da mal mitnehmen. Die drei Wolle. So ein bisschen von dem Holz. Und noch was. Doch, wir brauchen noch was. So. Also, fangen wir erstmal an. So ein bisschen Holz brauchen wir natürlich. Ja, so. Ein Bett. Dann benötigen wir noch. Ich gucke gerade mal, wie das ging. Okay, so ging es nicht. Dann gucke ich mal kurz, wie es ging. Ein Bett haben wir schon mal. Dann brauchen wir noch einen halben Stack Kohle ungefähr. Dann machen wir uns gleich mal ein paar Fackeln draus. Na, so. Und Fackeln. Und haben wir hier noch Axt, Schaufel, Spitzhacke, haben wir alles. Und ich nehme ja noch ein bisschen Eisen mit. So, dann gucken wir hier mal noch. Ach so. Hä? Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon, wir haben kein Redstone. Das ging doch so. Eine Map. Eine Mappe. Wie ging denn so eine verdammte Map? War die so? Die war doch so, oder nicht? Oder war die mit Redstone ringsrum? Boah, ich habe gerade überhaupt keinen Plan, wie eine Map geht. War die so? Boah, so vielleicht. Kein Plan. Kein Plan, wie das ging. Da gucke ich einfach mal zur nächsten Folge, wie das ging. Kompass ging auf jeden Fall so, das weiß ich. Kompass. Ah, so. So, Kompass gezeigt. Okay. Dann gucke ich einfach mal zur nächsten Folge, wie das Rezept ging. Und dann lasst euch nächste Folge überraschen, was wir machen. Dann sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge und ciao.